Ja, wunderschönen guten Morgen. Willkommen zum Abnehmen-Vlog Nummer 6, das ist schon. Das ist jetzt die dritte Woche in Folge, wo ich, glaube ich, in den Videos eine Cappy auf habe. Da Bad Hair Day, da Friseur zu und so, ihr wisst. Und das ist die dritte Folge, die dritte Woche in Folge, wo ich auch auf mein Defizit achte. Ihr wisst ja, ich habe wieder Kalorienzählen angefangen, da ich ja für mich einfach mal wieder einen gesunden Punkt finden wollte und musste auch, um nicht so essen zu früher. Ich werde demnächst mal ein Video machen, wo ich mal aufzeige, was ich zu meinen Bestzeiten am Tag gegessen habe. Und ich habe letztes Mal nur allein ein Frühstück gelockt und das war schon mit über 2000 Kalorien dabei, was richtig, richtig viel ist. Ja, es ist jetzt 7.18 Uhr, das heißt, es ist super früh am Morgen. Es ist auch noch ein bisschen frisch, aber ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, dass ich hier eine kurze Hose an habe, denn da muss man ja ein bisschen was abkönnen und das geht eben nur so. Dazu trage ich so Barfußschuhe, ich finde die super angenehm zum Laufen und da ich ja eh das Problem habe, dass ich so Plattfüße habe, das heißt, wenn ich auftrete, werden die Füße breiter zu den Seiten, ist das ganz angenehm. Ja, und ich hoffe, die Beleuchtung passt, denn es ist noch früh am Morgen. Man sieht zwar die Sonne schon ein bisschen da irgendwo. Und jetzt erstmal zum Wichtigsten gleich vorweg. Wie war denn das Wiegen diese Woche? Und ich kann sagen, es war sehr gut. Ich war diszipliniert. Ich habe meinen Sport gemacht. Und es sind diese Woche auch wieder 1,5 Kilo gewesen. Und deswegen möchte ich mal das Video zum Anlass nehmen und über meinen April reden, beziehungsweise über die drei Wochen, die ich jetzt ordentlich mich ernährt habe. Was habe ich so ungefähr gegessen? Was habe ich an Sport gemacht? Wie ist mein Tagesablauf? Wobei jetzt, wenn ich am Arbeiten war, ist es natürlich jetzt nicht so spannend. Aber das sind viele Sachen, die wollte ich alles ansprechen. Und deswegen habe ich mir auch oldschool-mäßig hier Zettel gemacht und alles drauf geschrieben. Ich muss jetzt erstmal meine Uhr stoppen, weil ich bewege mich so langsam. Das zählt jetzt nicht als Trainingseinheit. Ja, hier seht ihr, warum ich immer draußen unterwegs bin. Es ist einfach so schön in den Wäldern und da macht das Schritte sammeln natürlich mehr Spaß, als wenn ich jetzt drinnen bin. Viel mehr Spaß. Ich schaue und ich fange jetzt mal einfach an, was so Sportsachen ich mache. Oder sollen wir anfangen mit dem Gewicht? Ich habe jetzt im April drei Wochen lang meine Kalorien gezählt und habe die erste Woche 2 Kilo verloren, die zweite 1,4 und in der dritten ganze 1,5. Das ist die aktuelle Woche. Das habe ich auch zusammengerechnet und das sind 4,9 Kilo in drei Wochen. Das finde ich richtig gut. Das taugt mir auch. Und so kann es gerne weitergehen. Natürlich weiß man, dass man irgendwann auf einem Plateau ankommt und es nicht immer so weitergeht. Ist aber nicht schlimm, denn wichtig ist dranbleiben und weitermachen. Auch gerade für mich, ich bin jetzt auf dem Weg wieder Richtung meine 21 Kilo. Das ist das höchste Gewicht, was ich abgenommen habe. Da ich ja die 4 Monate von Anfang Dezember bis Anfang April oder kurz in den April rein wirklich mich an nichts gehalten habe und auch da nicht so gesund gegessen habe, ist das jetzt für mich ziemlich wichtig, auch dran zu bleiben und auch weiterzukommen. Die Ziele sind gesteckt. Mein nächstes Ziel sind die 25 Kilo erstmal und das ist auf jeden Fall für mich schon mal ein heftiger Schritt und mal schauen, wie es jetzt die nächsten Wochen noch wird. Gut, jetzt erzählt er immer so viel von Kalorienzählen, von Sport, von allem drum und dran und was macht er denn sportlich? Ja, ich versuche wirklich jeden Tag eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Das heißt natürlich, es kann mal mehr, mal weniger sein. Mal bin ich eine Stunde unterwegs, mal gehe ich einen Tag gar nicht. Wenn es regnet, da bin ich noch ein bisschen pussymäßig unterwegs. Wobei, ich war auch schon im Regen unterwegs. Da gibt es auch Schlimmeres. Es kommt immer drauf an. Und dann zusätzlich zum Training mache ich 5 bis 6 Mal die Woche Gimondo. Da gibt es so ein Abnehmprogramm für, wie heißt denn das? Also ein Anfängerabnehmprogramm auf jeden Fall. Das finde ich super. Die Übung, muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es mich so
so, wie soll ich sagen, fordert, denn man ist ja doch ziemlich untrainiert gewesen und gerade dadurch ist natürlich jede Bewegung am Anfang heftig gewesen, auch gerade neue Bewegungen wie die Knie zum Bauch hochziehen bei den Übungen sind natürlich etwas schwieriger, wenn man einen dicken Bauch hat, aber es geht alles und es klappt. Das Schöne bei den Übungen ist im Gegensatz zum Studio, das wird jetzt hier ganz schön hell durch die Sonne, die in die Pfützen strahlt. Im Gegensatz zum Studio, wo man natürlich nur viele isolierte Übungen hat, lernt man gerade durch diese Übungen, was ich nicht gedacht hätte, ein bisschen mehr aufs Gleichgewicht zu achten bzw. den Gleichgewichtssinn des Körpers wieder kennenzulernen. Das merke ich auch, wenn ich mich auf einem Bein stelle. Da bin ich früher, das habe ich gar nicht geschafft. Das geht jetzt alles wieder. Und da bin ich schon ganz stolz. Also was heißt stolz? Ich freue mich einfach für mich, dass es möglich ist und dass ich es wieder schaffe. Und das ist eine schöne Sache, denn das ist das Wichtigste. Und wir machen das für uns und wir wollen uns auch wohlfühlen. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Defizit. Wie viel isst du denn und was machst du mit den Sportkalorien bzw. den Kalorien, die ich mir durch Sport dazu verdiene? Und das beantworte ich jetzt auch ganz einfach und schnell. Ich bin bei ungefähr 2100 Kalorien, die ich am Tag esse. Das ist ungefähr ein 1000er Defizit. Für mich ist das schon viel, aber jetzt kommt der Punkt, dadurch, dass ich Sport mache, habe ich oder verdiene ich mir natürlich extra Kalorien dazu, die ich natürlich auch essen kann, wenn ich möchte. Das mache ich nicht jedes Mal, aber zum größten Teil, denn ich finde es für mich einfach besser, einen vollen Magen zu haben und auch gute Sachen zu essen. Aber ich habe auch mal Lust irgendwie auf ein kleines Eis oder sowas oder auf irgendeine Süßigkeit und die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Und das ist natürlich einfacher, wenn man sich ein bisschen extra Kalorien ranholt. Das heißt, hey, jetzt bin ich eine halbe Stunde gelaufen, das sind wieder 200 Kalorien. Da kann ich jetzt ein kleines Eis zum Beispiel essen. Okay, das hat jetzt dann wieder über 200. Aber ihr versteht ungefähr, was ich meine. Und das ist für mich genau das Wichtige, dass ich mich da auch nicht irgendwie zuckerfrei ernähre oder Low Carb, High Carb, Low Fat, sondern einfach einen normalen Essens, ja, einen Mischkost habe, was mir eigentlich auch am besten gefällt von allen Sachen. Ja, der nächste Punkt ist natürlich, wie ist es mit der Arbeit? Und da muss ich sagen, ich arbeite ja im Außendienst. Und ihr könnt euch vorstellen, da habe ich im Moment nicht so viel, beziehungsweise ganz, ganz wenige Kundentermine. Und das ist für mich auch schon wirklich ein ausschlaggebender Punkt. Ich habe Homeoffice, das heißt, ich sitze die ganze Zeit zu Hause. Das Problem ist, was ich auch in anderen Videos angesprochen habe, dass dadurch die Bewegung extrem leidet. Das heißt, ich habe viele schon auf Instagram gesehen, die haben auch Homeoffice. Nur die schaffen es dann irgendwie 3 Stunden spazieren zu gehen am Morgen. Okay, dann ich schaffe es nicht. Nicht, weil ich keine Lust hätte, sondern einfach, schaut euch mal an, wie schön das hier ist. Sondern einfach, weil ich keine Zeit habe. Ich bin die ganze Zeit am Telefonieren, ich bereite Sachen vor, ich berate die Kunden, ich mache Bestellungen. Ich kann da nicht einfach weggehen, weil ihr wisst, genau in dem Moment, wo man weggeht, dann klingelt natürlich das Telefon. Und wenn das Telefon klingelt, das ist nicht gut, dann ist entweder was Wichtiges oder der Chef ist dran. Deswegen mache ich meine Arbeit lieber ordentlich und gewissenhaft. Es gibt genug zu tun. Ich bereite mich natürlich auch für mich selber auf die Zeit nach Corona vor. Das heißt, ich rufe auch alte Kunden wieder an, man baut Verbindungen auf, man meldet sich bei den Kunden. Das finde ich auch gerade für die Kunden wichtig, denn die möchten ja auch wissen, hey, was ist jetzt los, wie geht's jetzt weiter? Und es gibt viele Fragen von den Kunden und natürlich stehe ich denen alle hilfreich zur Seite. Alles in allem denke ich mal, dass es soweit passt. Wie gesagt, die letzten Wochen waren super für mich. Ich weiß aber auch, dass es Tage oder Wochen geben wird, wo sich auf der Waage nichts tut. Aber ich bin noch nicht in der Gewichtsklasse, wo das passieren sollte. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Ich halte mich bei der Ernährung auch nicht irgendwie zurück. Das heißt, wenn ich Lust auf eine Pizza habe, esse ich die Pizza und trage sie mir auch ein. Das ist natürlich das Wichtigste. Und hier tropft Wasser runter. Das ist ganz gut, weil die Kamera nicht wasserdicht ist. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Natürlich war der April alles in allem jetzt für mich ein super Monat. Ich bin super zufrieden, es tat gut, ich habe abgenommen, ich fühle mich ja fitter auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen mehr Ausdauer dazu genommen. Ich habe jetzt auch angefangen, dass ich ein bisschen jogge, das sind aber immer nur 200 Meter.
Dann gehe ich wieder. Ich muss halt gucken, mir schmerzen dann halt die Schienbeine, weil man darf nicht vergessen, das ist doch noch ein ganz schönes Gewicht, was die tragen müssen. Und jedes Mal, wenn ich da mit meinen um die Mitte 130 Kilo aufspringe, das ist ja locker die vierfache Wirkung, die es da abfedern muss. Das ist natürlich eine Sache. Dazu kommt, die Ausdauer fehlt einfach. Und ich bin froh, dass ich die jetzt Stück für Stück dazu bekomme. Auch gerade durch das Gemondo, durch das Spazierengehen kommt es langsam. Ich bin mal gespannt, wie es in ein paar Wochen der Status ist. Aber das seht ihr dann in den nächsten Videos. Und ich würde mal sagen, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Ciao.